auf UE24TV. Proteste und Provokationen. Kein Konzert hat jemals so viel Streitereien ausgelöst wie die Auftritte der deutschen Brachialrocker von Rammstein. Till Lindemann, der Frontman, ist seit Monaten wirklich konfrontiert mit extremen Sexismusvorwürfen. Er soll Mädchen backstage mit Drogen gefügig gemacht haben, sie geschlagen, vergewaltigt. In Wien wurde sogar dazu aufgerufen, die Konzerte zu blockieren, abzusagen. Die Politik soll einschreiten, wurde gefordert. Trotzdem ist der Run auf Rammstein ungebrochen. Gestern 55.000 Menschen, heute wieder ausverkauft. Auch die Merchandising-Abteilung der Gruppe macht wieder enorme Umsätze. Heute ist im Wiener Stadion FPÖ-Tag. Und ich begrüße jetzt Heimo Leposchitz, Politikberater, FPÖ-Berater und Rammstein-Fan. Sie haben schon 6 Konzerte dieser Truppe besucht. Was ist so faszinierend an Rammstein? Rammstein ist sicher mit Abstand die beste Liveband, die es derzeit am Planeten gibt. Es ist ein großes Ereignis. Rammstein ist Kult mittlerweile und Rammstein ist immer wieder ein neues Erlebnis. Ja, wir sehen einige im Hintergrund grüßen ihre... Natürlich auch ein Familienfest, wie wir sehen. Na, es ist ein Fest der ganzen, ein Fest für die ganze Familie, ne? So wie man sieht. Na, die Mama freut sich sicher. Ne? Trotzdem gab es im Vorfeld natürlich wilde Proteste und vor allem auch schwere Vorwürfe gegen den Frontman. Kann man das einfach so wegwischen, wenn man jetzt zum Konzert geht? Viele sagen ja, man darf da nicht hingehen, das ist moralisch verwerflich. Ja, was ist denn moralisch verwerflich? Ist moralisch verwerflich, sich ein Schielebild anzusehen? Ist es moralisch verwerflich, sich einen Polanski-Film anzusehen? Ich hätte mir diese Empörung gewünscht beim Fall Deichmeister, da hätte ich mir die Demonstranten gewünscht. Ich hätte mir die Demonstrationen gewünscht beim Fall der kleinen Leonie, die zu Tode vergewaltigt wurde und weggeworfen wurde. Also wo fängt die Moral an und wo nicht? Es gibt natürlich schwerwiegende Vorwürfe, das ist aber nicht Sache von irgendwelchen Moralisten und grünen Woken-Cancel-Taliban. Cancel Culture Taliban, sondern das ist eine Freiheit der Kunst, die ist zu verteidigen. Es gibt in Wien zum Beispiel nicht einmal Ermittlungen, es gibt keine einzige Anklage und wer den Richter spielen will, das soll man jemand der Justiz überlassen. Aber nicht nur Sie, Herr Leposchitz, sind beim Konzert und werden die nächsten 2 Stunden feiern. Auch Salzburgs Landesvize Marlene Swacek ist extra aus Salzburg angereist. Man muss das ja einmal zusammenbringen. Am Vormittag Eröffnung der Salzburger Festspiele, Hochkultur und am Abend Rammstein im Wiener Stadion, Pyrotechnik und extrem laute, aggressive Musik. Wie geht das zusammen und was hören Sie von der Frau Swacek? Warum ist sie da angereist? Ja, Frau Swacek ist ja auch ein bekennender Rammstein-Fan, war ja auch beim letzten Konzert in Turin. Und ich glaube, wenn man heute einen einschläfernden Van der Bellen erlebt hat, dann braucht man am Abend eher ein bisschen was, was einen aufweckt mit ein bisschen Pyro-Show und den Van der Bellen wieder vergessen lässt. Also das, aber es zeigt auch die Breite der Freiheitlichen. Man kann Hochkultur, man kann aber auch mit den normalen Leuten Party machen. Ja, aber es waren ja gestern viele Frauen, die protestiert haben gegen den Frontman, der, wie gesagt, permanent mit sexuellen Vorwürfen konfrontiert wurde. Ist das jetzt ein Schlag gegen die Frauensolidarität, wenn die Landesvize aus Salzburg extra zu diesem Konzert anreist? Also ich werde gerade umkreist von mehreren Frauen und das sind sicher mindestens 40% Frauen, sehr viele Familien an dem Konzert. Also ich glaube, man soll die Politik sein lassen. Natürlich wird es auch teilweise missbraucht hier, aber die Grundgeschichte ist natürlich diejenigen, also wenn die Grünen ein Verbot fordern, das ist ja absurd. Ne? Verbot geht rechtlich nicht, eine Absage würde den Veranstalter ruinieren. Also das ist viel Politik und ich würde mir ein bisschen weniger Verlogenheit in der Debatte wünschen, weil wenn der Nikolaus
die armen Kinder verunsichert, aber die Grünen es toll finden, wenn am Christopher Street weiße Männer mit irrigierten Gliedern kleinen Kindern vorbeirennen. Das finden sie toll und modern. Also das ist eine Verlogenheit in der Debatte, die finde ich einfach absurd. Jeder soll feiern, wie er will, jeder soll entscheiden, wie er will. Diese Verbotspolitik ist etwas, was ich ablehne. Die Menschen sind reif genug, selber zu entscheiden, was sie machen und wo sie hingehen. Ja, das ist ja offensichtlich so hier in Wien. Rammstein ist natürlich auch eine Umsatzmaschine. Keine Band weltweit verdient momentan mehr als die deutschen Brachialrocker, zwischen 400 Millionen und 1 Milliarde. Ich habe das zwar schon gefragt, aber trotzdem noch einmal, was ist so faszinierend an dieser Band und den Auftritten? Es heißt viel Pyrotechnik und aggressive Texte. Naja, Metal ist halt kein Klassik, ne? Das ist ja kein Mozart-Konzert. Und deswegen, also das ist einfach guter Rock, einzigartig, oft kopiert, nie erreicht, mit auch teilweise guten Texten. Und die Show ist natürlich sensationell. Also die Show ist jedes Mal wieder aufs Neue beeindruckend. Kaum eine Liveband hat eine derartige Performance auf der Bühne. Und das imponiert. Das imponiert die Kraft. Und das ist auch ganz spannend, wenn man sieht, wie viele unterschiedliche Menschen hier sind. Ich habe Anzugträger gesehen, ich habe Familien mit kleinen Kindern, viele Frauen, viele Männergruppen. Also es ist querbeet, quer gemischt. Also Rammstein scheint alle Menschen anzuziehen. Aber trotzdem zurück zu der Frage, die FPÖ zieht es ganz besonders dorthin. Sie sind FPÖ-Berater, ein Wiener FPÖ-Politiker war gestern beim Konzert, 2 Stunden hat er da mitgerockt, jetzt die Marlene Svacek, der mir nicht zugetraut hätte, dass sie ein Hardrock-Fan wäre und schon gar kein Fan die starke von Rammstein. Nur eine Frage. Nein, Lena Svacek ist bekennender der Hardrock-Fan. Und man muss halt sagen, der Unterschied, glaube ich, der Freiheitlichen zu den anderen Parteien ist, die trauen sich das auch zuzugeben, dass sie zu Rammstein gehen. Also ich kenne aus mehreren anderen Parteien Leute, die heute gehen, aber natürlich das nicht irgendwie offiziell posten oder sonst irgendwie, weil sie Angst haben vor irgendeiner Cancel-Culture, vor Journalisten, vor dem Mainstream. Und die Freiheitlichen pfeifen halt drauf. Die sind das gewohnt, dass die Linken und die Grünen empört sind. Also das gehört zum täglichen Alltag. Also ich glaube, man sollte ehrlich und anständig sein. Man sollte zu dem stehen, was einem gefällt, was einem taugt. Man soll auch einmal Party machen können, man soll feiern können, man soll genießen und man soll keine frustrierte grüne Frustbuchtel sein, man soll leben. Ja, aber trotzdem die Frage, ist sie jetzt von ihrem Privatchauffeur nach Wien gebracht worden oder wie ist sie angereist mit dem Zug? Also das kann ich sagen, der Privatchauffeur ist gesessen vorne im Zug. Sie ist angereist mit, soweit ich weiß, also mein Infostand, ich weiß es ja nicht genau, aber mein Infostand ist, dass sie mit dem Zug anreist, deswegen relativ knapp kommt, weil wir wollten eigentlich vorher ins Schweizer Haus gehen und dort ein Bierchen trinken. Aber so geht es sich nicht aus und wir werden, glaube ich, unabhängig voneinander den Abend genießen, hoffe ich mal. Ne? Und natürlich, die Demonstranten sind völlig zu respektieren. Ich habe heute noch keine gesehen. Ne? Vielleicht haben sie sich gestern die Überstunden schon gehabt. Die ist ja die 32-Stunden-Woche bei Linken populär. Die sind wahrscheinlich 2 Tage hintereinander nicht einsatzfähig. Aber ansonsten merke ich einfach nur, es ist ein großes Familienfest bis jetzt. Ne? Und wir hoffen auch, dass es so bleibt. Allerdings gab es gestern, vor allem nach dem Konzert und auch davor, Übergriffe und auch 5 oder 6 Festnahmen, vorübergehende. Unter anderem ist auch ein ORF-Team attackiert worden. Die Kamerafrau sei übelst beschimpft worden. Wie setzt sich das Publikum zusammen bei einem Rammstein-Konzert? Und wie gesagt, aber es ist bunt gemischt. Es sind Rockerjungs, es sind Familien, es sind Pensionisten vorbei, es sind Kinder da und viele natürlich wilde, brutale Rocker, die ihre Mama grüßen lassen im Fernsehen. Also ganz gefährliche Menschen wie immer und überall. Na, aber das ist natürlich diese Angriffe gestern, das ist inakzeptabel. Idioten gibt es immer und überall, aber das sind bei 55.000 Leuten ein bekannter Übergriff, ist relativ gering, aber der ist natürlich einer zu viel. Aber diese sippenhaft zu sagen, jetzt, wie, wenn man jetzt auf Twitter liest, dass alle Besucher seien Nazis, seien furchtbare, würden für Gewalt an Frauen stehen. Also ich glaube, bei 40% Frauen
ist das einfach nur Blödsinn. Ja, aber trotzdem, man kann das nicht wegwischen, dass es diese Vorwürfe gegen den Frontman gibt. Und nicht nur gegen den Frontman, sondern ich glaube auch gegen den Keyboarder. Gibt es eigentlich nach dem Konzert in Wien auch diese berüchtigten Aftershow-Partys, bei denen es in Deutschland zu diesen Vorfällen gekommen sein soll? Also ich glaube, ich weiß es nicht. Ich bin auch zu keiner Aftershow-Party eingeladen. Ich glaube, da hätte auch meine Lebensgefährtin persönlich etwas dagegen. Sie nickt gerade neben mir. Also ich dürfte, glaube ich, auf keine Aftershow-Party von Rammstein gehen, ohne schwere innerfamiliäre Probleme zu bekommen. Also da bin ich nicht up to date. Also die Vorwürfe sind heute Abend für Sie und Ihre Freundin absolut überhaupt kein Thema. Sie wollen nur das Konzert genießen. Es ist schon ein Thema, aber es ist ein Thema für die Justiz. Derzeit gibt es nicht einmal eine Anklage. Es gibt Ermittlungen in Deutschland. In Österreich hat die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen gesagt, das ist zu wenig da, um überhaupt Ermittlungen zu führen. Und wer bin ich denn, dass ich Ankläger, Richter in Personalunion sein will? Also ich bin kein grüner Moralist. Ich bin niemand, der jemanden verurteilt vor einem Prozess. Und wie gesagt, ich hätte mir diese grüne Empörung gewünscht beim Fall Deichmeister. Aber das ist jemand aus der linken Kulturschikaria. Da hat man mehr Sympathien, auch mit den Kinderschändern. Und ich hätte mir diese grüne Empörung gewünscht beim Fall Leonie, wo ein kleines Mädchen brutalst von 4 Afghanen vergewaltigt wurde. Da habe ich keinen von diesen Moralisten gehört und das finde ich noch empörender. Das heißt, kann man das so sagen, dass Sie glauben, die Vorwürfe der Frauen sind frei erfunden, beziehungsweise einfach so soll das nicht stattgefunden haben? Absolut nicht, also absolut in keinster Weise. Also ein Jurist, der etwas glaubt oder jemand, der nur glaubt, etwas zu wissen, das ist zu wenig. Es gilt die Unschuldsvermutung und ich bin gegen die Vorverurteilung und das gehört von der Justiz geklärt und ich bin nicht Teil der Justiz, ich bin auch nicht Teil der Polizei und ich glaube auch, die ganzen Grüngouvernanten haben hier wenig zu machen und zu sagen, Gott sei Dank, es gibt noch immer den Rechtsstaat, es gibt die richtigen Institutionen dafür und nicht Leute, die Menschen Berufsverbot erteilen wollen. Es gibt nicht Menschen, die Freiheit der Kultur einschränken wollen, ohne eine Verurteilung. Dazu gehöre ich nicht. Ich als Liberaler stehe für Freiheit, ich als Liberaler stehe für die freie Entscheidung des Einzelnen und ich als Liberaler stehe für den Rechtsstaat. Und niemand entscheidet, ob jemand schuldig ist oder nicht, außer ein Richter. Ja, dann danke vielmals, Heimo Leposchitz, für dieses Interview. Und das sind diese ganz brutalen Fans. Magst du noch Hallo sagen zur Mama? Kein brutaler Fan. Magst du noch die Mama grüßen? Die Mama? Ich grüße die Mama. Passt. Okay, alles gut. So. Für das Gespräch und ein schönes Konzert. Es wird laut und hoffentlich nachher friedlich. Ja, das war Heimo Leposchitz. Er ist im Wiener Stadion, wo eben in wenigen Augenblicken das Konzert von Rammstein beginnt. Übrigens das zweite hier in Wien. Beide Konzerte sind ausverkauft. Das zeigt eben, der Run auf diese Brachialband aus Deutschland ist ungebrochen, trotz dieser massiven Vorwürfe, die es in Deutschland, aber auch in Österreich gibt. Ja, und jetzt ein kurzer Abschnitt in die Werbung.